Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu einem Spore. Und genau, ich nehme es jetzt direkt nach der letzten Folge auf und wir stecken hier gerade mitten in einem Krieg. Da würde ich mal sagen, Leute, schnappt ihr die Rakete, zwei Schuss und die sind weg. So einfach ist das. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt weiter, wir machen diesen Planeten hier tatsächlich kaputt. Weil diesen Planeten brauche ich nicht wirklich. Nein, mach die Stadt kaputt. Und ich nehme lieber die Kriegsbeute mit hier. 41.000 Spore-Dollar, Leute. Alles klar. Dann würde ich sagen, packt die Bombe aus. Und bombt die nächste Stadt weg hier. Los. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, Leute. Und bumm. Weg damit. Das geht so schnell. Wirklich. 50.000 Spore-Dollar nochmal bekommen. Sehr, sehr gut. Weiter geht's hier. Weiter bomben. So, Leute. Ich brauche mehr Plaketten. Tatsächlich. So, dann weitermachen. Ja, dann hat er jetzt wirklich nur noch eine Stadt übrig, ne? Und zwar diese da vorne. Ach, Leute, jetzt lasst es doch. Verdammt nochmal. Gut. Ey, warum weichst du denn aus? So. So, Leute, wir haben eine Eroberer 1-Plakette. Sehr schön. Gut, dann könnten wir jetzt wirklich theoretisch hier was draufbauen, aber ich glaube... Nee, nee, dann, ich brauche ja diesen Planeten nicht unbeansprucht. Sehr, sehr gut. Jo, wir sind auf der Jagd nach weiteren Plaketten. Und welche Richtung war das denn? Wir sind genau in die falsche Richtung geflogen, ne? Ja, ja, wir sind in die falsche Richtung geflogen. Aber das ist egal. Wir haben hier einen neuen Verbündeten. Sehr, sehr gut. Verbündete Raumschiffe nicht beschützt. Ach du Heilige. Ja, gut. Dann lad uns auf und kauf uns das Ding bitte ab. Sehr schön. Ein Schild. Soll ich ein Schild kaufen? Lach uns nicht aus. Und ja, Leute, wir waren... Wie gesagt, auf Jagd nach Plaketten. Wir brauchen nur noch 3 Titel. Und dann sind wir auch schon wieder, dann sind wir auch schon durch mit dem Spiel. Weil ich kann es nochmal wiederholen, als letzte Aktion in diesem Spiel werde ich eine interstellare Reise zum Zentrum der Galaxis machen. Und deshalb, ja, wird das meine letzte Aktion werden. Und ich habe 1,3 Millionen Spore-Dollar. Ist nicht gerade viel, aber ich hoffe ja, dass ich das grüne Gewürz hier mal ein bisschen teuer verkaufen kann. Nö, kann ich nicht. Schade, Leute. Schade, schade. Die nehmen das nicht. Mein Gott, was wollt ihr denn? Flixelreich, Quabertreich, meine Güte. Lasst doch mal eure Konflikte da sein. So, kaufst du uns irgendwas ab? Nö, auch nicht. Schade, Mann. Hier, das Blaue noch. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut soweit, Leute. Mir geht's sehr gut. Macht mir nach wie vor Spaß hier. Und die kaufen das alle für nicht viel. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also ich guck's mal bei denen hier nochmal nach. Die haben sogar ein Objekt. Naja, gut, X-Blix-reich. Hallo. So, aufladen. Auch zu wenig eigentlich, aber gut, kommt. Wisst ihr was? Kauft uns das ab hier. So, auch das Ding hier. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ich endlich mal jemanden gefunden habe, der mir die ganzen Gewürze teuer abkauft, gehen wir mal weiter Krieg führen. So. Ja, hi, ne? 32.000, das ist doch schon mal gut. Sammelruf, Antimaterie-Rakete. Großer Frachtraum. Ja, warum eigentlich nicht? Was ist das denn? Planetenklatscher. Zerstört einen ganzen Planeten und ist deshalb überall gefürchtet. Badaboom. Krass, Leute. Okay. 10.000. Nee, das, da kriege ich mehr für, fürs Grüne. Fürs Grüne kriege ich definitiv mehr. Was habt ihr? Gelbes. Ja, vielleicht kriege ich da das Pinke weg. Wer weiß. Kriege ich hier mein pinkes Gewürz weg? Oh ja, 37.000. Geil. So, Leute, 2,8 Mille. So, haben wir hier noch einen Planeten? Na, die haben beides, ne? So, hier die
Die haben auch gelbes. Warum sind hier so viele Planeten, die gelbes Gewürz haben? Hier. Das könnte passen. Gut, Leute. Kauft ihr mir Gewürz ab? Hallo. 5000. Nee, kommt. Ihr seid auch Betrüger. Also wirklich. Gut, ich muss noch ein Sternsystem kolonisieren. Ja, die haben pinkes. Da kann ich vielleicht mein gelbes und grünes Gewürz loswerden. So. Hallöchen. Jo, hi. Ohne Augen, ne? Ja, komm, das hier ist in Ordnung. So, 550. Wusch. Alliiertenreparatur. Oh, cool. Na gut, nee, kommt. Ich mach's ohne Verbündete, weil die verbündeten Schiffe, die bringen da nicht so viel. Und die werden sauer, wenn man die nicht beschützt. Also von daher, ja. Hallo. 26, das wollte ich sehen, Leute. Das wollte ich sehen. Wir haben 4 Millionen Spore-Dollar. So, dann führe ich jetzt nochmal kurz einen Krieg. Genau. Und von der Beute, von dem Krieg, von der Beute kann ich hoffentlich auf 5 Millionen Spore-Dollar kommen, um dann das eine Sternsystem da oben zu kaufen, das das linerne Gewürz produziert. Das ist mein Plan hier. So, gibt es hier irgendwo eine Rasse? Ich gehe mal weiter hier in die Richtung. Flieg mal ein bisschen von zu Hause weg. Sieht ein bisschen leer aus hier. Da. Da sind welche. Ah, das sind sogar blaue. Okay, cool. Grenzsushu-Reich. Meine Güte, du hast uns erschreckt. Das muss eine Spezies doch vorfahren. Oh, cool. Wenn man einen Erstkontakt herstellen will. Könnte doch sein, dass das ganze Grenzsushu-Reich zu einem Ohnmachtsanfall erliegt. Wir mögen neue Bekanntschaften, wir denken ähnlich. Das ist uns mal passiert. Als wir wieder zu uns kamen, mussten wir feststellen, dass bösartige außerirdische schreckliche Sachen auf unsere Gesichter gezeichnet hatten. Mit Wasser und löslichem Fettstift. Wir kommen in Frieden. Verkaufen wir dir nur dann Waffen, wenn du darauf bestehst. Ah, ihr verkauft mir nicht wirklich, was ich gebrauchen kann hier. Was ist das denn? Achso, nee, kommt. So, Leute, Diplomatie. Nimm ein Geschenk an. Und dann noch ein Bündnis. Sehr schön. Wir haben ein Bündnis mit denen. Sehr, sehr gut. Cool. Neues Bündnis, Leute. Alles klar, dann. Das gehört wahrscheinlich zu denen, ne? Ne, die sind sogar gelb. Alles klar, ja dann. Dann machen wir hier mal ein bisschen Stress. Hallo, Freund. Wer ist da? Ich komme von einer großartigen Stadt. Unsere Wahrsager wussten, dass du das sagen würdest. Wie sehen die denn aus, ey? Du hast dich vorgestellt. Ja, gut. Okay. Aber ihr habt jetzt nicht wirklich was, was ich gebrauchen kann, ne? Ach, ihr seht witzig aus, aber Leute, ich muss euch kaputt machen, ohne Scheiß. Ich muss euch leider kaputt machen, das ist... Ja, und auch wieder ein Heimatplanet, ne? Also, ich komme immer nur auf die Heimatplaneten irgendwie. Oh, schaut mal hier. Gut, schmeiß die Bomben. Und kaputt. Zack. Weg damit. Zack, direkt Krieg hier. So, aber die führen noch keinen Krieg mit uns. Nein, noch nicht, Leute. Aber jetzt, wenn ich die nächste Stadt wegbombe, dann ist es soweit. Kriegstreiber 2 Plakette. Oh, hallo, was geht denn hier ab? Na, nimm dir die Raketen, komm. Oh, die haben aber ganz schön viele Schiffe hier. So, Raketen. Einfach die Raketen nehmen, weil der Laser, der bringt da nicht viel. So. Unser letztes Kriegerwochenende war ein voller Erfolg. Deshalb schlagen wir jetzt erst auf die Trommeln und dann den Pfad des Krieges ein. Eine Spezies wird dabei untergehen. Nein, wird sie nicht. Eher deine. So, nimm die Kriegsbeute mit. Alles klar, Leute. Wir löschen mal wieder eine Rasse hier aus. So, Leute. Die Türme sind mir scheißegal. Wirklich. Bomb die weg. So, Leute, ja. Wie gesagt, wir brauchen weiter Kohle. Die haben aber generell nicht so viel, nicht so viele Städte, ne? Kann das sein? So, weg damit.
Sehr, sehr gut. Und schön ausweichen dem Ganzen. Und weiter kaputt. So, Leute. Wie gesagt, Krieg ist auch hier sehr lohnenswert. Und der beschießt mich hier. Was soll das? Und du auch, weg damit. Sehr gut, Alter. So, 340. Sehr, sehr schön. Weiter geht's. Ich könnte auch mit einem Laser drauf schießen, aber das dauert einfach zu lang. Das heißt, da würde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen bomben. Bombe, Bombe, Bombe. Letzte Bombe. So. Und nächste Rasse kaputt machen hier los. Also nächste Stadt. So, ich finde die Kriegsmucke hier auch so geil. So, einfach drauf bomben. Los. Dann brauche ich gleich mal ein Reparaturset. So. Nimm das mal. So, Energiezelle. Und ja, dann. Zack. 53.000, Leute. Das ist so genial. Wirklich. Gut, dann nimm dir die Rakete. Mach den direkt kaputt. Zack. So einfach geht das, Leute. Unser Schiff ist jetzt nämlich richtig stark geworden. So, zack. 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 Putz. Ja, Leute, das macht ganz schön Spaß, muss ich sagen. Hier, so. Die hat noch zwei Städte. Das heißt, mehr Geld. So. Ja, kommt. Die Türme sind mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. So viel ziehen die gar nicht ab. Man könnte meinen, dass die mehr abziehen, aber nee. Das ist nicht so. So, 40.000. Haben wir jetzt nur noch die eine hier. So. Und weiter geht's. Zack. Das war's mit dir, Kirgelreich. So. Alles klar. Dann 38.000. Energie. Und los geht's. Weiter. Ja, wobei, ein braunes Gewürz könnte ich eigentlich auch ganz gut gebrauchen, aber gut. Gut. Okay, Leute. Unser Streifzug geht erstmal weiter. Unser Streifzug durch die Galaxis, Leute. Ich möchte nämlich noch einen Krieg kurz führen. Beziehungsweise eine Rasse vernichten. Oh, hier komme ich nicht weiter. Das ist blöd. Das ist jetzt echt blöd, muss ich sagen. Aber gut. Ja. Da bleibt mir dann nicht viel anderes übrig, als in die andere Richtung mal weiterzugehen, Leute. So, hier irgendwo. Da! Da ist doch direkt was um die Ecke hier. Die sind sogar aggro. Ja, na dann. Auch wieder ein... So, Gubchenreich. Hallo. Das Gubchenreich ist ein vernünftiges Volk. Und die Vernunft sagt uns, dass deine Spezies schon bald von unserem Militär vernichtet werden könnte. Okay. Ruf deinen Jet zurück, bevor ich ihn in Stücke reiße. Wenn du dich messen willst, können wir sofort damit anfangen. Sehr gerne. So, dann würde ich mal sagen, machen wir die auch mal kaputt. Gubchenreich. Alles klar, wieder ein Heimatplanet, Leute. Wieder ein Heimatplanet. Der hat pinkes Gewürz, dieser Heimatplanet. Tatsächlich. Och, wie geil. Ja gut, dann macht die aber trotzdem kaputt. So. Hallo? So. Warum geht das nicht kaputt? Ja gut, dann nimm dir die Rakete und schieß sie kaputt. So. Will hier noch irgendeiner was? So, du da, ne? So, weg damit. Weg damit. Wir sind so mächtig mit unseren Raketen, Leute. Wirklich. Gut. Zack, zack, zack. Was willst du? Wir sind jetzt im Krieg. Nimm es nicht persönlich. Wenn wir dich nicht ausradieren, macht es ein anderer. Das könnt ihr ja gerne versuchen, aber ihr habt keine Chance gegen unsere Waffen. Wirklich, wir sind so mächtig, Leute. Moment. Aber ich glaube... Ah ne, pinkes Gewürz habe ich schon. Planeten, deshalb... Macht den kaputt. So. Der ist auch zu weit weg. Von daher. 60.000 nochmal. Sau gut. So, Nummer 3. Fette Bombe, rein da. Los. Oh, das ruckelt ein bisschen, aber... Sollte passen. So, Botz. Sehr schön. Das geht so schnell, Leute. Wir sind einfach so mächtig. Das ist unglaublich. So. Ihr wollt hier aufmucken? Weg damit. Das geht einfach mit einem Schuss. Ich weiß noch, wie wir vorher früher Angst hatten vor dem gegnerischen Raumschiffen. Und jetzt ist es einfach so, ja, scheißegal. Wirklich. So, Rakete. Ja, okay.
Ja gut, dann. Die anderen führen wieder Krieg da bei uns. Ja gut. Alles klar. Da ist wieder irgendwo einer, ne? Oder? Ah ne, das ist aber eine Stadt. Die schießen Raketen auf uns. Hey! Dass ich nicht lache hier. So, mach die kaputt. Los. Und zack. Schöne Kriegsbeute hier mitnehmen. Du willst noch mal Ärger? Alles klar, hier kannst du kriegen. So. Ich glaube, so langsam, wenn wir die ganz großen Sachen haben, könnten wir es uns auch... Könnten wir es auch mit den Grocks anlegen, Leute. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Machen wir jetzt erstmal hier die noch kaputt, die Stadt. So. Gibt es hier irgendwo Gewürze, die ich noch klauen kann? Nee, ich sehe keine, leider. Gut, dann... Was? Weg damit. Sehr, sehr gut. Und nochmal 42.000. Und noch da hinten die. Und dann war es das. Sehr schön. Leute. Die letzte Stadt von dem Gubchenreich hier. So. Das geht so schnell mit der fetten Bombe, ohne Scheiß. Nee, Eroberungssystem brauche ich erstmal nicht. So. 41.000. Sehr, sehr schön. Gut. Alles klar, den Planeten haben wir ausgerottet. Sehr gut, dann haben wir noch 12 Minuten. Ich würde mal sagen, wir sammeln mal genug Kohle. Übertragung beenden. Ja, ja. Ihr macht da wieder einen Mini-Krieg, ne? Ja, die waren ja um die Ecke ziemlich, ne? Hätte ich nicht gedacht. Ja gut, okay, dann sammeln wir nochmal hier das ganze Gewürz ein. Oho, ganz schön viel, ja. Gut. Wenn wir das Gewürz eingesammelt haben, verkaufen wir es nochmal kurz. Und dann können wir hoffentlich mit 5 Millionen Spore-Dollars wenigstens ein Sternensystem mal kaufen. Das kann da nicht wahr sein, dass die alle unendliche Massen an Spore-Dollar haben wollen. So. Grünes Gewürz. Speichern nochmal kurz zwischen, bevor das alles hier, ja, den Bach runtergeht, und trink mal kurz was. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal bei unserem anderen Planeten da hinten vorbei. Und dann, der ist nämlich voll hier, 45. So, kann ich bei euch verkaufen, Leute. Das hier, 38.000, geil. Das hier für 13, ja, kommt. 400.000. So. Goldesel 4 Plakett. Oh Mann. Was kaufst du uns ab hierfür? Also was gibst du uns für unser Gewürz? Gut, Leute. Langschwanz. 58. Sehr schön. Weg damit. Sehr gut. Alles klar, das Kleinreich also. Jo, gut. Dann. Gibt es hier keinen mehr? Nö, okay. Alles klar, Leute. Dann würde ich mal sagen... Ah, gelbes Gewürz hätte ich jetzt noch, ne? Aber gut. Kaufsystem, Leute. Verkaufst du uns den für 5 Millionen? Ja! Wir haben einen Planeten gekauft, tatsächlich. Sehr, sehr gut. Glückwunsch. Du hast mit diplomatischen Mitteln ein starkes Handelsbündnis geschlossen und kannst nun... mit Verhandlungsgeschick das System kaufen. Reich 2 Plakette. Ökonom 1 Plakette. Sehr, sehr gut, Leute. Wir haben einen neuen Planeten für lilanes Gewürz. Heieiei. Ein T2 Planet sogar. Sehr cool. Ja, das heißt, den können wir auch direkt eigentlich schon terraformen und es uns zu den T3 umwandeln. Ja, schaut mal hier. Jetzt haben wir hier einen Eissturm generiert und der T-Score springt gleich auf 3. Wir haben sogar eine komplette Reihe, glaube ich. Kleine Pflanze? Ah, da fehlt wieder eine mittlere, ne? Oder? Kleine Pflanze, ja. Ja, ja, da fehlt wieder... Da fehlt wieder eine mittlere Pflanze. Ach, verdammt. Gut, aber das ist nicht so schlimm. Dann gehe ich nochmal kurz auf den Nachbarplaneten. Cool, Leute, wir produzieren jetzt selber lilanes Gewürz. Das ist saugut.
Habt ihr T0? Was soll ich mit T0 wirklich? Braucht kein Mensch T0. So, ich brauche einen T3-Planeten, wo ich mir mal kurz eine mittlere Pflanze kurz besorgen kann. Mittlere Pflanze. Ja, die sieht man aber schon direkt, ne? Das ist eine kleine, das ist eine große. Ich brauche aber eine mittlere. Da! Da hinten ist eine mittlere. Sehr schön. So, Mission. Kehre nach Hause zurück. Ja, mache ich gleich, wenn ich den Planeten fertig habe, Leute. Weil erstmal festigen hier die ganze Sache, ne? Mit dem lilanen Gewürz. Wo ist er denn? Da, genau. Da ist der lilane Planet. Sehr, sehr gut. Wir produzieren selber lilanes Gewürz. Sau gut. Okay, Leute. Mittlere Pflanze habe ich jetzt. Habe ich doch jetzt, oder? Ja, ja, genau. So. Alles klar, T-Score stabilisiert. Dann, Pflanzenfresser. Nochmal einen Pflanzenfresser. Und einen Fleischfresser. Sehr, sehr gut, Leute. Wir können hier noch eine Kolonie drauf packen. Haben sogar noch eine. Ich würde sagen, die packe ich da hinten hin. Leute, hier auf diese Insel. Hier vorne, zack. Sehr, sehr gut. Wir haben Kolonien. Sehr schön, Leute. Der gekaufte Planet. Ja, zack. Sehr schön. Und das Gewürzlager packe ich hier vorne hin einfach. Einfach hier so, zack. Sehr schön. Ein Gewürzlager, Leute. Zack, zack. Und? Lili. Genau. Leute. Und ja, dann würde ich sagen, baue ich hier mal die Städte nochmal kurz aus. Hallöchen, meine lieben Froschis. Ja, nee, kommt. Wisst ihr was? Ich werde die Gebäude wieder wählen. Meine Kreation. Zack. So. Hey. So, jetzt. Und weiter geht's. Meine Kreationen. Zack. So. Ja, weil diese komischen Gebäude hier, die möchte ich ehrlich gesagt nicht. So, Atomkraftwerk. Zack. Sehr, sehr gut, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns mal die ganze Sache hier auf. Hallöchen, meine Lieben. Das freut euch, ne? Dass wir jetzt hier expandieren. So. Ja, ich meine, wir sind hier schon ordentlich weit gekommen jetzt, ne? In dieser Folge. Ja, wir haben einen Krieg geführt. Sehr, sehr gut. Wir haben einen Planeten gekauft. Ist auch sehr gut. Und wir haben... ja, paar Rassen ausgelöscht. Genau. Und wir weiten unseren Einfluss weiter aus. Das ist mega geil. So, alles klar. Dann könnte es sogar sein, dass es in der nächsten Woche schon vorbei ist mit Spore. Das könnte definitiv passieren, Leute. Ach, die ist ja sogar schon halb aufgebaut. Ja, vielen Dank. So, Leute. Hier, genau. Ah nein, das ist falsch. Hier, das. So, genau. Wir müssen mal ein bisschen mehr Gewürze verdienen hier. Los. So, 132 die Stunde. Passt. Dann noch die schönen Gewürztürme aufbauen und dann ist die Folge gleich schon wieder vorbei. Ach, Mensch. Das geht immer so schnell hier. So. Wir sind nämlich kurz vor der vorletzten Stufe des... in dem Plakettensystem. Und ja, viel ist es wirklich jetzt nicht mehr. Also, so, dann haben wir hier noch was hier und dann hier noch ein Dings. 108, sehr gut, Leute. Vielleicht kriegen wir ja gleich noch eine Plakette. So, Leute, da muss ich mal gucken, gleich mal in diesem Plakettentagebuch, wie man am besten jetzt die Plaketten kriegt, weil... So langsam aber sicher möchte ich doch schon Fortschritt haben. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir hier unser... Ja, unseren Planeten, der hier lilanes Gewürz produziert. Sehr gut. Alles klar. Dann würde ich mal sagen... gehe ich nochmal gerade hier hin. Hol mir das blaue Gewürz ab. Sehr, sehr gut.
Ich habe sau viel gelbes Gewürz, ne? Das ist unglaublich. So, Aff. Was nehmt ihr denn hier so? Hallo. 16. 13.000 für braunes. Ja gut. 5.000. Ja, nee, Leute. Nee. Wir sollen nach Hause zurück. Genau, um die Mission abzuschließen. Ja, machen wir das mal. Hallo. So. Das Ziel ist erreicht. Es ist deine Entscheidung, wie es weitergeht. Wunderbar. Sehr, sehr gut. 18.000, ja komm, das nehmen wir mal. Eine Mülle nochmal dazu. So. Alles klar, ja, mega Geschütz. Nee. 500.000. Nein. Okay. Leute. Hä? Was hat er denn jetzt wieder hier? Die wollen noch was von mir. Was wollt ihr denn? Wir leben in kritischen Zeiten. In der ganzen Galaxie erzählt man sich Geschichten über die Groks. Die meisten davon sind nicht schön. Wir sollten mehr über diese Typen herausfinden. Stell in Kontakt. Hab ich doch schon. Hab ich doch schon. Aber gut, wisst ihr was, Leute? Dann sammle ich nochmal kurz jetzt schnell das Gewürz ein. Und dann fliege ich da nochmal hin. Ich habe da schon Kontakt mit denen gehabt, mit den Groks. Aber gut, Leute, dann mache ich das. Da ist... Ach, da muss ich sowieso hin. Ja gut, dann... Wir sollen Infizierte kaputt machen. Ja, dann mache ich das eben schnell. Und dann... Jo, Zusammenbruch des Ökosystems. So, was haben wir denn hier? Wir müssen hier irgendwas kaputt machen, ne? Hier vorne. So, infizierte Lebewesen, Leute. Sehr schön. Hallo? Da ist er doch. Genau. Und jetzt hier. Hier vorne. Ah, das sind sogar zwei. Zack, zack. Und dann weiter geht's, Leute. Weiter geht's hier. So. Da hinten ist noch einer da. Ach, Mensch. Großflächig muss man das machen. So. Sehr, sehr gut. Kollaps des Ökosystems verhindert. Jojojo, ihr kauft das für ganz schön teuer ab. Das finde ich schon mal nicht schlecht, Leute. Genau, sehr gut. Dann haben wir schon wieder 5.000 Spore-Dollar bald zusammen. Na, 5 Millionen, meine ich. Um das nächste Sternensystem zu kaufen, tatsächlich. Mache die geheimnisvollen Groks ausfindig. Ja, kommt, Leute, das mache ich noch eben. Fliegt da rein in das Wurmloch? Ich weiß ja, wo sie sind. Ich weiß ja, wo sie sind. Und ja. So, wir sollen die Groks ausfindig machen. Wir sind ja schon in deren Bereich eigentlich, ne? Ja, so ziemlich. Viel ist es nicht mehr hier. Ich glaube... Nee. Nee, wir müssen noch durch ein anderes Wurmloch. Alles klar, Leute. Gut, das mache ich jetzt aber noch, bevor die Kackuhr wieder klingelt. Das ist so schlimm. Und ja, wenn die Folge 5 Minuten länger geht, dann ist es halt so. Leute, wir müssen die Groks ausfindig machen hier. Ja. Wir sind da. Die sind ja hier vorne gewesen, ne, die Groks. Wo waren sie denn? Mensch. Hier, ne? Genau, hier sind sie, die Groks. Und das... Und schneller, Leute. Schneller. So, hi. Legende, du hast einen kapitalen Fehler begangen. Ja, ja, meine gute alte Uhr. Okay. Deine Geschenke, wisst ihr was? Ich mach hier mal... Bitte nimm unser Geschenk an. Damit die nicht mehr so ganz so aggro sind. Sprich. Erzähl mir von deiner Philosophie. Hallo, liebe Groks. Ja, ja, klar. Ihr macht komische Geräusche, ne? Gut. Wir fahren zurück nach Hause, Leute. Ich habe keinen Bock auf euch. Zumindest noch nicht. Gut, Leute. Wir fliegen zurück nach Hause. So, wieder durch die Wurmlöcher. Gut. Alles klar. Auf Twitter geht wieder einiges ab, gerade habe ich gesehen. Aber jo. Ah, hier, genau.
Das war ja der direkte Weg, ne? So, Leute. Ich brauche noch einen großen Interstellarantrieb. Oh, des Hullreiches. Okay, warum denn das Hullreich? Naja, egal, Leute. was ist denn hier mit Flixelreich? Squabertreich. Xplixreich. Wo ist denn das? Das hier, das... Das Marderreich. Och, verdammt, Leute. Ihr macht mir es nicht einfach, wirklich. So, Leute. Ja. Hier. Brauchst du die Stirn zu... Ah ja, Zentrum der Galaxis. Okay, Leute. Ja, das ist allerdings mein Endziel. Und ja, dann sammle ich jetzt nochmal kurz die Gewürze ein. Wie gesagt, die Folge wird ein bisschen länger. Es macht einfach so viel Spaß. Es ist einfach, ja, es muss sein. So, Leute, 22 nochmal. Dann haben wir jetzt da hinten das violette Gewürz. Und dann würde ich sagen, kaufen wir in dieser Folge noch diesen einen Planeten da. Und dann würde ich sagen, machen wir die Folge auch zu Ende. So, aber ich muss jetzt erstmal hier nochmal ganz kurz das Grüne sammeln. Und da müsste ich gucken, ob ich das irgendwie hier verkaufen kann. Tatsächlich 13.000 für Braunes. 21 herkommt. Nehmen wir. Ja, es sei denn, ich kriege keine 1,3 Millionen mehr, ne? Das wäre blöd. Ja, gut. Aber man kommt schnell an die Kohle dran, also das ist schon... Geht schon. So. Hi, du lachst uns wieder aus, ne? 13. Ah, nee. Das ist ein Halsabschneider. Wirklich. Gut, dann suche ich nochmal ganz kurz Leute, die uns das Gewürz teurer abkaufen hier. Hallo. 58, das ist es, Leute. Das ist es. So, wir haben die 5 Wille. 22, die kann ich auch direkt mit verkaufen hier. Und die 91 blaue Dinger. Meine Güte. Jetzt haben wir noch 84 gelbe. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl nicht mehr zu glauben, wirklich. Dann gehe ich mal auf diesen Minimond hier. Und ja, probier das mal hier zu verkaufen. Hallo! 7000, ja, warum eigentlich nicht? Nochmal 6000. Oh, wir haben sogar 8 Millionen. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, die letzte Aktion dieser Folge. Kaufsystem. 5 Millionen. Wir sabbern schon vor lauter Freude über die Pracht und Weisheit unseres glorreichen Verbündeten. Das System gehört dir. Geil! Glückwunsch, du hast mit diplomatischen Mitteln ein starkes Handelsbündnis geschlossen und kannst nun mit Verhandlungsgeschick das System kaufen. Joa, sehr geil. Wir haben deren Heimatplaneten gekauft. Richtig gut. Richtig gut. Die Städte sind voll, ne? Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, aber das ist egal. Die Städte sind... Ja, kommt, ist egal. Die produzieren auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Alles klar, Leute. Jo, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt hier unser nächstes Reich... Moment, das Hullreich? Wo ist denn das Hullreich nochmal? Das Hullreich verliert das Interesse an dem Bündnis. Wo ist denn das Hullreich? Sind das die? Nee, das ist das Flixelreich. Moment, das Hullreich. Ach Mensch, da muss ich doch nochmal gucken hier. Waren das die? Ah, die sind es. Okay, die sind es. Alles klar. Das Hullreich also. Deine gescheiterten Missionen. So, dann gebe ich einfach mal ein Geschenk. Dann sind wir wieder. Dann sind wir wieder in Butter. Ne? Der Handel, ja. Alles klar. Was brauche ich denn? Vielflieger 4. Was brauche ich denn für die Vielflieger 4 Plakette? So, Vielflieger 4, Leute. Spropedie? Nein. Plaketten. So, Vielflieger 4. Wo ist es denn? Wo ist sie denn? Laufbursche? Nee. So, Plaketten. Allmächtiger. Ja, noch zwei.
Noch zwei, okay. Vielflieger, wo ist sie denn? Tourist? Terraformer? Reisender? Missionar? Kaufmann? Vielflieger, wo bist du? Vielflieger. Ja, nach 100... Nach 100 mal klicken? Ja gut. Dann, das geht ja einfach dann. Da kann man einfach hier ein bisschen rumklicken. Gut, dann... Ja, aber gut, Leute, wisst ihr was? Das mache ich beim nächsten Mal. ja gut, dann würde ich mal sagen, Leute. Fliegen wir ein bisschen hier rum. Ja, Energie noch aufladen, ne? Es muss immer was dazwischen kommen. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. würde mich sehr freuen und... Ja, dann würde ich mal sagen, gucke ich jetzt nochmal ganz kurz Plakette Vielflieger. Da. Ja, 728. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal, wie wir hier weiterkommen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst doch noch ein Like und ein Abo da, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.